Warte mal. Ja, wir sind schon in der neuen Folge, aber ich Ach warte so, cool. trotzdem. Nee, dann erzähl ich das später. Nein, erzähl es jetzt. Nee, weiter geht's. Wie? Los, zack, beweg dich. Okay, ich folge dir, aber jetzt hast du uns natürlich allen so richtig Spannung gemacht und Lust auf die Geschichte, die du uns erzählen willst. Ja, das Leben ist hart und grausam. Wo gehen wir denn jetzt hin? Siehst du die auf der Karte Feuertigkeitspunkt und Aussichtspunkt? Ja. Hast du die schon? Ja. Ja, dann hast du das Jumping Puzzle schon, dann müssen wir es ja nicht machen. Echt? Das zählt auch als Jumping Puzzle, das Ding hier? Ja, das ist auch ein Jumping Puzzle. Der heißt der durchbrochene Wall. So, aber die Wegmarke hatte ich noch nicht. Die hole ich mir noch eben. Ja, gut, dann brauchen wir die ja Du jetzt nicht hast machen. Dann Aggro. müssen wir uns was anderes suchen. Ja, dann machen wir Sagenklauen weiter. Komm. Boah. Hallo Warzenschwein. Das ist das Warzenschwein. Sie hat eine Warze am Bein. Hast du in den Ebenen von Ashwood irgendeine Wegmarke? Ja, den nördlichen Teil habe ich aufgedeckt quasi. Dann nimm mal die, die am nächsten am Askalon-Becken ist. Okay, wo ist das Askalonbecken? Unten da. Ja, das habe ich nicht. Also die nächste, die ich hätte, wäre diese da. Ja, nimm die. Und dann geht es auf die Reise. Manchmal laut und heute leise. In den Ebenen von Aschfurt. Hier sind Ogervorräte. Während du da noch im Ich bin schon Ladebildschirm da. rumspielst, mache ich noch eben hier gehen. Uff. Komm, geht kaputt, geht kaputt. Hat das für irgendwas gezählt? Ja, für deine Herzenquest, aber die hast du schon fertig. Ach so, die habe ich hier schon fertig. Ja, ich weiß manchmal gar nicht, wie fleißig ich so bin. Jetzt kommen einige Turbulenzen auf Sie Bin ich immer zu. wieder überrascht. Aber klar doch. So, was mag uns hier erwarten? Schmerz und Pein. Ist eigentlich auch eins der einfacheren. Ja, also bei Talarian sind alle Jumping Puzzle immer welche der einfacheren. Nee, Abgrund des Plünderers ist einfach scheiße. Das ist nicht schwer, aber scheiße. Das ist auch nicht schwer, ne? Das ist eins der einfacheren, aber Nein, macht nicht so das viel ist Spaß. mehr Also, Wissen du musst für da schon mich. ein bisschen was können, aber es ist zu lang und scheiße und niemand mag es und keine Ahnung. Es wurde früher gemobbt von den anderen Kindern, was weiß ich. Das ist eins der einfacheren. Nein, ich finde, das ist nicht unbedingt einfach, das ist auch scheiße halt. Und in einer Falls du sterben fernen. solltest. Bitte was? Falls du sterben solltest, holen wir dir jetzt mal eben die Wegmarke. Eine gute Idee, aber ich möchte nicht sterben. Tja. Ich gebe zu Protokoll, sterben Die ist Schlange. heute nicht angesagt. Habe ich keinen Na Vertrag dann. mit. Merke ich mir. Ich hoffe, dass es jetzt nicht verbuggt ist. Ach, verbuggt ist es dann auch noch. Ja, das letzte Mal war es verbuggt. Da mussten wir dann 2 Tage später nochmal her. Wir haben jetzt schon den unteren Teil übersprungen, weil wir cool sind. Und den geheimen Eingang hier kennen. Das ist der geheime So. Eingang, okay. Ja, der andere geht unter Wasser. Oh, cool. Ja, rote Kreise, ne, weiß man ja nicht Rote reintreten. Kreise gleich tot, da wir sehen es ja eben am Freund Nayeli. Ja, du, wir haben dir schon geholfen, bitte sehr. Ja, und jetzt bin ich selber da. Ich übrigens auch, nur falls ihr euch wundert, was ich gerade so mache, Unser ich liege hier Leiter auch tot. hochzuheben. Bist du selber hochgekommen? Nee, ich habe mich Geistform gemacht. Ich kann mich jetzt hier in aller Seelenruhe Ja, selber warte, dann komme aufhoben. ich zurück. Nee, nee, du Warum hilft liegst mir doch gleich denn auch hier niemand? wieder dann auf der Nase. Hier kann ich doch in aller Unsinn. Seelenruhe. Ach, schaut mal, die netten Helfer. Danke sehr, ihr netten Helfer. Ich bin stark. Ach, das hat ja gut funktioniert.
Ich habe denen voll vertraut, den netten Helfern, aber die wussten offenbar auch nicht, was zu tun. Aber das ist ja das Schöne am Elementarmarkt, ja? Man kann sich aus jeder dummen Situation nochmal kurz retten. Seid ihr sicher, dass ihr wisst, was ihr da tut eigentlich? Ja. Na komm. Okay. Wenn wir alle entlang rennen, dann sieht das ja fast so aus, als wäre es der richtige Weg. Weil es der richtige Weg ist. So, hier musst du jetzt den Intervall abwarten. Ich bin Elementarmagier, ich muss hier gar nichts. Ja, ich auch nicht. Ich habe mich jetzt geportet. Wir sind solche Cheater. Wir sind solche Cheater. So, aber was ist mit den anderen? Stopp, da ist schon. Hm. Wir können die doch nicht zurücklassen. Die müssen wir alle mitnehmen. Auf jeden Fall. Ach, wieso achten die denn nicht auf ihren Intervall? Chuang-Chi, komm. Nein, Chuang-Chi, nein! Wir müssen Chuang-Chi retten. Oder wie auch immer die heißt. Der muss jetzt nochmal von vorne. Chuang-Chi, wir werden dich niemals vergessen. Niemals. Du brennst. So, hier auf der Treppe bleibst du nicht stehen. Niemals auf dieser Treppe stehen bleiben, okay? Da kommen Kreise. Mhm. Ich guck mir das erstmal so in Ruhe an, wie das so funktioniert. Dann du musst einfach nur gerade ausrennen. Mein Speed ready und Ach Quatsch, das ist ganz einfach. Und darf ich stehen bleiben? Rüber. Ja. Okay, ich bin ja. Aber du musst jetzt wieder zurück, ne? Hallo. So, gut. Weiter geht's. Was ist mit Chuang-Chi? War das der Name? Habe ich schon vergessen. Ja, Xing Shan Shan kommt darauf. Okay. Die hat nämlich einen goldenen Stern und ist de facto hier schon gewesen. Diese ganzen Erdbeben, machen die eigentlich nur mich nervös oder noch jemand anders? Ey, ich habe den Schatz gefunden. Nein, nicht... Na, wieso hast du das gemacht? Weil das ein Schatz war? Das ist aber der falsche Schatz. Ja, du hast mich nicht gewarnt. Warne mich ich doch, dachte, wenn dann... Du hast, ich dachte, du bist geistesgegenwärtig, wenn ich den nicht anpacke, dass du es auch nicht. Naja, wenn ich nur noch Sachen anpacke, die du auch anpackst, dann bleib jetzt mal hier unten und beobachte diese Mauer, wo ich gerade vorstehe. Ich will dir hinterhergehen. Ja, wenn du meinst. Als wir das letzte Mal sowas hatten, stell dich doch mal da in die Mitte. Ne, dann du erinnerst dich vor zwei Folgen Unsinn. Oder wo. Unsinn. Ja, ja. Kommen da wieder Spieße aus dem Boden. So. Oh, die Mauer ist kaputt. Du hättest den spektakulären Einsturz nämlich mit erleben können. Ja, ich habe den Schluss vom Einsturz habe ich noch mitbekommen. Ich habe gesehen, wie sie weggebröselt ist. Hier dürfen wir jetzt auch nur kurz stehen bleiben, weil rote Kreise kommen werden. Oh mein Gott, da sind Spieler in Not, Spieler in Not, schnell! Wir müssen sie retten. Wir müssen sie retten auf jeden Fall. Ich gehe da wieder rein. Kreise hin, Kreise her. Spieler müssen gerettet werden. Oh nein, wo sind sie denn? Die sind unter uns. Wie kommt man denn da hin? Ja, Freunde. Das kann ich dir sagen. Ach, sind die auf der Treppe? Nee. Nee, die ist ja... Die sind in den Feuerdingen da gerade, warte mal. Wir retten euch auf jeden Fall. Wenn das hier mal nicht so beben würde, dann würde das auch viel besser funktionieren. Ja. Gut, wir sind fertig. So, meine lieben Freunde. Warte. Wir haben sowieso noch ein bisschen Zeit in dieser Folge. Also, wir sind erst bei 9 Minuten. Das heißt, wir können die noch ein bisschen begleiten. Vielleicht brauchen die ja Hilfe. Vielleicht schaffen sie die Treppe nicht. Und was ist mit Chuang-Chi? Chuang-Li? Okay, du passt am oberen Ende der Treppe auf. Ich passe hier am unteren Ende der Treppe auf und Worauf willst du denn aufpassen? Die können das. Das sind große Jungs. Die sterben. Guck mal, wir waren Unsinn. Da, wir haben den Schatz geholt, wir sind zurückgekommen und die sind immer noch hier. Die sind gestorben, die waren gerade ja, tot. Ja, weil die auf Ching Chang Chao warten. Dann da ist ja. Dann ja, warten wir natürlich klar. Auch. Wir haben eh noch 5 Minuten, also können wir auch ruhig warten. Und sie ist tot. Oh nein, Chuang-Li, mach doch sowas nicht. Talarian! Mit deinem Schuss, Teleportschuss vielleicht? Ja, sehr gut. Ja!
So wird es gemacht. Och, jetzt ist wieder Erdbeben. Da fällt mir ein, kann man sich mit der Teleportpistole, kann man sich dadurch diese Stelle durchschießen? Nee, das haben wir probiert, da prallst du oben ab. Ach, das ist ja blöd. Vielleicht also habe ich auch nur den falschen Winkel gewählt. Durch die Flammen. Ja, ich weiß, was du meinst. Huch. Das Beben nervt echt extrem. So, habe ich einen guten Blick. Talarian, du schaffst es. Ja, du hast genau den richtigen Rhythmus. Boah. Das ist ein Trick. Ja! Jubel! Moment. Jubel, so. Jubel! Haha! Vorsicht. Tötet sie! So, ich bleib hier, wie gesagt, erstmal am unteren Ende, so als Sicherheit. Ich weiß genau, wer gleich tot ist. Ich weiß es ganz genau. Los, ach, nicht ich nicht. Ich meinte jemand ganz anders. Ich meinte gar nicht mich, ne? Also ich... Ihr wisst schon Bescheid. Und nochmal den gewagten Sprung ins Nichts. Oh, ein Schatz! Ein Schatz! Ja, ich wusste es. Ich finde deine Freude süß. Das Feuer verschlingt, was ich ihm befehle. So. Schon wieder ist da die Wand bisschen eigentlich schon wieder kaputt? Dann bleibe ich diesmal unten. Nee. Dann habe ich mal wirklich perfekte. Uch, der. Wieso ist der schon wieder da? Fuck. Ich weiß nicht, wo ist, ne? Ja. So, ich mach mal das Ding auf. So, welche Mauer ist denn das? Oh, ich hab eine Drachenkiste. Ich hab eine Drachenkiste. Aber mein Inventar ist voll. Oh, warum ist mein Inventar voll? Was kann ich denn wegschmeißen eben? Löwenzahn, weg damit. So. Ich kann's nicht mehr aufmachen. Und die esse ich sofort, die Zeitkritze. Miam. Oh, das gibt einen Erfolg. Schön. Ich hab Feuerwerk bekommen. Soll ich da jetzt hoch? Nee, du glaube ich nicht. Tagebuch untersuchen. Oh mein, das muss ich mir eben durchlesen. Ein verwittertes Tagebuch liegt neben einem Skelett, das wahrscheinlich von dem letzten Forscher stammt, der es so weit geschafft hatte. Der Umschlag trägt den Namen Haneri Jenus Zen. Ah, das schaue ich mir mal genauer an. Diese jämmerlichen Möchtegern fallen überall in den Ruinen hier. Ne, hier können kein Ettin mit Augenbinde etwas anhaben. Das scheint die letzte Kammer zu sein, dachte er und starb. Druckplatten in den Sparren, die offenbar durch das Öffnen dieser Truhe ausgelöst wird. Ein weiterer mickriger Versuch der fantasielosen Fallensteller, die diese Höhle vor Eindringlingen sichern wollten und für mich wohl kaum eine Gefahr. Hey, wieso hast du Feuerwerk? Weil ich cool bin. Das zünde ich jetzt. Ui, warte, dann gehen wir hier vielleicht. Hier ist ein guter Punkt, um Feuerwerk zu zünden. Und ja. Ist das. Fliegt das nicht hoch? Ist das. Oh, doch. Schön! Oh! Und jetzt die nächste Farbe. Ach, ich kann immer nur einmal? Nee, das ich kann drei Schüsse pro Dingen. Also pro Farbe und ich habe drei Farben, neun Schüsse also. Ui, ach, ist das schön. Da jubel ich doch gleich. Ui. Oh. Ui, ich will auch Feuerwerk haben. Ja, wärst so cool wie ich gerne. Ja, ich weiß. Auf jeden Fall, komm, ich flieg jetzt hier hoch. Ach, Mist.
Ja, Chuang-Chi, da werden wir jetzt aber nicht mitkommen, denn wir sind am Ende der Folge angekommen und mit diesem fulminanten Feuerwerk der... sag schnell irgendwas mit F. Der fulminanten Feuerwerk der voll tollen Furorenhelden. Genau, genau. Verabschieden wir uns aus dieser Folge und keine Ahnung, bis zum nächsten Mal. Tschüss.